Herzlich willkommen zum siebten Abschnitt unserer fünften Vorlesung im Bereich des Moduls Mensch-Maschine-Kommunikation an der Hochschule für Technik in Stuttgart. In diesem siebten Abschnitt stelle ich Ihnen vor, wie Sie an Tag 3 und 4 unseres fünftägigen Praxis-Workshops mit einer Gruppenprojektarbeit die elektronischen Prototypen erstellen können und wie Sie da Zugriff nehmen auf Inhalte von Guidelines und Style Guides. Zunächst zu den Begriffen Guideline und Style Guide. Ein Guideline gibt Ihnen generelle Richtlinien an die Hand für Verwendung und Verhalten von Elementen des User Interfaces. Ein Style Guide hingegen, der gibt konkrete Vorgaben abhängig von einer Technologie, meistens einer Plattform oder einem Betriebssystem oder ähnliches. Oft nennt man das auch ein sogenanntes Look and Feel. Sie wissen vielleicht noch, dass Java sich auf die Fahnen geschrieben hatte damals, dass man mit ABT, der ersten GUI-Variante, ein einheitliches Java-Look and Feel schaffte, was dann aber nicht auf Akzeptanz stieß, weil die Nutzenden eben den Eindruck hatten, das ist gar keine Applikation, die direkt zu meinem Betriebssystem passt. Und genau diesen Ansatz hat man mit Swing dann aufgegeben und hat doch für jedes Betriebssystem sozusagen eine gewisse Anpassung an deren grafische Oberflächenkonventionen vorgenommen. Ebenen von Usabilities, Guidelines und Style Guides. Die Guidelines sitzen sozusagen auf der höheren, auf der abstrakteren Ebene. Ich habe hier gesetzliche Vorgaben alleine schon als Guideline, zum Beispiel zu einer Barrierefreiheit, der ich folgen muss. Ich habe ISO-Normen, wie die ISO 9241, die mir Vorgaben macht. Danach gibt es natürlich noch gewisse Regelsammlungen und Patterns, die man allgemein beachten sollte. Und danach kommt man in den Style Guide Bereich. Style Guides für die Plattform, das Betriebssystem, wie schon eben genannt. Auf der nächsten Ebene kommt natürlich ein Unternehmens-Style Guide. Gut, der liegt zum Teil orthogonal zum Betriebssystem, weil er über alle Betriebssysteme natürlich gewisse Dinge vereinheitlichen soll in Applikationen, die im Unternehmen genutzt werden. Man möchte dort insbesondere aus Marketing-Sicht und Design-Sicht die sogenannte Corporate Identity umgesetzt sehen, dass also alle Firmenanwendungen ungefähr gleich aussehen, sich ungefähr gleich anfühlen, ohne Rücksicht darauf, auf welcher Plattform sie gerade laufen oder für welchen Fachbereich. Danach kann es verfeinernd und ergänzend noch Projekt-Style-Guides geben, die gerade bei den Projekten neue oder einzigartige Usability-Elemente genutzt werden im User-Interface, die dann vorgeben, wie das in dem Projekt einheitlich geschieht, damit alle Entwickler auf demselben Stand sind. Die ISO 9241-110, das ist der Nachfolger der ISO 9241-10, die ist ein standardisierter Guideline und sagt eben, dass Usability gerade sich definiert über Aufgabenangemessenheit, so sollte die Oberfläche gestaltet sein, dass sie angemessen ist für die Aufgabe. Das kann bedeuten, dass man eben gerade besonders wenige Elemente anzeigt, damit Nutzende sich auf die Aufgabe fokussieren können. Es gibt aber auch Nutzende, die gerne den gesamten Kontext ihrer Aufgabe sehen möchten. Die Oberfläche soll möglichst selbstbeschreibungsfähig sein. Es ist im Grunde ja auch die Erwartung Nutzender, die, wie gesagt, heute davon ausgehen, oft kein Handbuch mehr lesen zu müssen. Sie soll steuerbar sein, also als Nutzer soll ich jederzeit den Eindruck haben, ich kann hier vor und zurück, ich bin Herr über meinen eigenen Status. Sie soll erwartungskonform sein, also sich anlehnen an das, was man schon kennt. Da steckt im Grunde jetzt drin, als Guideline ist das Ganze ja eigentlich auf einem abstrakteren Level angesiedelt, aber da steckt im Grunde drin, respektiere auch die Style Guides der einzelnen Plattformen oder ähnliches, die du dann verwendest, damit eben Nutzende, die Ähnliches kennen, sich gleich zurechtfinden und in ihrer Erwartung abgeholt werden. Fehlertoleranz soll das Ganze sein. Natürlich soll eben diese Art Fehler nicht eintreten können, die wir uns im Bereich Mensch angeschaut hatten, dass ich sozusagen Voraussetzungen zerstören kann, um meine Aufgabe noch zu erfüllen. Das sollte unbedingt vermieden werden, sondern die Fehler sollten soweit toleriert sein, dass ich immer wieder diesen Schritt zurückkomme und doch noch wieder an den Ausgangspunkt komme und meine Aufgabe nochmal neu versuchen kann zu lösen. Oder das System übernimmt Teile vielleicht sogar automatisch unter der Haube.
Individualisierbar sollte es sein, weil, wie gesagt, diese Ansprüche jeweils nach Nutzenden schwanken, was man sich wünscht, mehr Kontext, zielgenauer Inhalt oder ähnliches. Lernförderlich, natürlich wird es gerade bei komplizierteren Problemen, die eine Lösung unterstützt, so sein, dass nicht jeder Laie sofort das komplette User Interface versteht. Das heißt, das User Interface sollte dem Nutzenden helfen, hier in die Situation hineinzukommen. Dafür insbesondere hilfreich sind die bei IT-Lern stark verpönten Hilfefunktionen, ob das jetzt irgendwo ein Fragezeichen für Kontexthilfe ist oder ob das das Hilfemenü ist. Diese Funktionen sind durchaus gefragt bei Nutzenden, die nicht so technikaffin sind und würden dem einen oder anderen Technikaffineren durchaus wahrscheinlich auch helfen, Dinge schneller zu verstehen als blindes Trial and Error. Also das sind die 7 Kriterien hier, die der Guideline ISO 9241 stellt, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Oberflächen entwerfen. Was steckt in Style Guides typischerweise drin? Ich habe Ihnen hier mal als Beispiel den Style Guide für Android eingefügt, als inzwischen ja weitest verbreiteter Plattform überhaupt, mit über 1 Milliarde Geräten draußen im Feld. Style Guides legen fest eine Terminologie, wie soll welches Element heißen und ähnliches. Style Guides gehen auch nochmal auf allgemeine Regeln zur Softwareergonomie ein. Das sind Regeln, die sich zum Teil natürlich an anderer Stelle schon gefunden haben, auf die ich auch schon eingegangen bin. Wie ist die Bedienung stringent? Wie viel Kontext, wie viel Anzahl Menüeinträge verträgt eine Software und so weiter? Das wird immer eine Gratwanderung sein, wie Sie sich dort entscheiden. Welche Gesetze aus den Gestaltgesetzen wenden Sie mehr an? Welche Ziele aus diesem Oberflächendesign, die Sie gerade in der ISO gesehen haben, schätzen Sie stärker? Denn die Ziele können ja zum Teil widersprechen. Natürlich ist es so, dass eine Oberfläche leichter erlernbar ist, wenn Sie jetzt an die letzte Anforderung denken, Lernförderlichkeit, wenn dort weniger Elemente sind. Gleichzeitig kann es sein, dass das gerade den Neudeutsch Power-Usern, den Nutzenden, die das intensiv benutzen, regelmäßig abverlangt, einen Klick auf Erweitert vorzunehmen, bevor sie dann die weiteren Felder irgendwo sehen. Und da wird man sehr genau abwägen müssen, was man hier höher schätzt. Und da ist insbesondere wichtig, dass man diese Entscheidungen, die Annahmen, die ihnen zugrunde liegen, wie auch die Gründe, allesamt festhält, damit man das gegebenenfalls später revidieren kann. Dafür sind natürlich auch die Usability-Tests dann sehr hilfreich. Also Softwareergonomie kann beinhalten Menüeinträge, kann beinhalten Tastaturbedienbarkeit und so weiter. Natürlich gibt es auch Vorgaben zu User-Interface-Elementen. Sie kennen mobil gerade auch diese Frage, wie sieht mein Datumsauswahlelement aus, diese sogenannte Spinner. Wie erfolgt die Navigation? Apple zum Beispiel sieht ja keinen physischen Zurück-Button auf den Geräten vor, also müssen Sie einen in die Oberfläche einblenden. Umgedreht bei Android gehen Sie davon aus, es gibt einen mindestens als normale Touchscreen-Einblendung vom System, also brauchen Sie keinen eigenen Zurück-Button, der Sie Platz kostet und so weiter. Wie soll sich die Anwendung dann verhalten? Wie soll sich die Anwendung verhalten in unterschiedlichen Systemen, in unterschiedlichen Situationen und so weiter? Aber auch das visuelle Design, Farben, Icons, Schriften und so weiter sind zum Teil von Style Guides auf Betriebssystemebene schon vorgegeben, zum Teil aber auch von den Style Guides auf den anderen Ebenen, die ich Ihnen eben aufgezeigt hatte. Wenn Sie einen elektronischen Prototypen entwerfen, dann können Sie dafür Werkzeuge einsetzen. Ich habe Ihnen hier 2 Beispiele gezeigt. Das sind Screenshots von den Beispielen, die wir auch tatsächlich für die Vorlesung heranziehen in der Regel. Dedizierte Werkzeuge wie Azure, Balsamic, Adobe hat inzwischen auch mit XD ein Angebot. Wireframe CC ist ein webbasiertes Angebot, das allerdings für Export kostenpflichtige Abonnements voraussetzt. Exportieren müssen Sie aber, damit ich das Ganze nachher auch entsprechend bewerten kann, das Projekt, sodass das hier ausfällt. Sie können natürlich auch versuchen, generelle Werkzeuge teilweise zweckzuentfremden. Ich hatte Microsoft Visio schon angesprochen, dass man gerne für einiges zweckentfremdet, was aber so eher nicht zu empfehlen ist. Suchen Sie sich ein passendes
dediziertes Werkzeug.